So, dann freue ich mich jetzt ganz herzlich, den Tom anmoderieren zu dürfen. Zum Vortrag geht es um Container, nur diesmal nicht softwaregetriebene Container, sondern diesmal geht es um Minen, geht um Hochseekontainer und wie wir High-Performance-Computing, wie du es genannt hast, in Minen in anders weit ferngelegenen Ländern schön umsetzen können. Tom. Ja, moin, ich bin Tom. Meine Visitenkarte behauptet, ich mache irgendwas mit Infrastructure Innovations, was auch immer das sein soll. Klingt gut. Ich bin hier heute, um mit euch über High-Performance-Computing zu reden und wie man das heute so anfängt. Data Center in a Box, ich weiß nicht, wer das schon mal gesehen hat, es gibt so Firmen wie Google, wenn die ein neues Büro aufmachen, dann fangen die an und schieben da irgendwie so eine kleine Kiste rein, nennen das Data Center in a Box, damit die ihren Standort anfangen können. Ist immer niedlich, aber wer meine anderen Vorträge kennt, weiß, dass ich irgendwie immer so nach oben gucke und sage, zeig mal, was wirklich von geht. Wie kann man Dinge größer machen? Und ich habe das letzte Jahr so ein Projekt betreut, wo es darum geht, Rechenzentren in Seekontainer zu bauen und das Ganze zu skalieren. Und die Fragen, die sich dann halt zu stellen ist, was lässt eigentlich die Physik überhaupt zu? Was kann ich da rausholen? Und was passiert alles, wenn man so ein Projekt über ein Jahr betreut und das Ganze in Serienfertigung gibt? Aber die erste Frage, die man sich eigentlich immer so stellt, warum sollte ich eigentlich auf die verrückte Idee kommen, so einen Seekontainer vom Hafen zu holen, da ein Rechenzentrum reinzubauen? Es gibt Räume, die kann man nehmen. Beton ist ja auch gleich viel sicherer. Betongold. Und dann stellt sich raus, dass ein normales RZ gar nicht auf Hochleistung getrimmt werden kann. Wenn ich mir ein normales Rechenzentrum angucke, nehmen wir uns so ein Interaction FRA 5, die haben ja ab und zu mal ein bisschen weniger Strom als andere, die sagen halt so 5 kW pro Rack und dann hört es bitte auf. Wenn man überlegt, ich habe so 5 kW, 42 Höheneinheiten, dann kann man sich ausrechnen, dass man da nicht viel Rechenleistung reinstecken kann. Umrüsten ist ein bisschen schwierig. Wer schon mal so im Rechenzentrum war, weiß im Regelfall so ein erhöhter Doppelboden. Irgendwo am Rand steht eine Klimaanlage, die pustet irgendwie kalte Luft unten rein. Die kommt am Server wieder hoch. Das hat halt einfach physikalische Grenzen. Auch Bauzeiten für Rechenzentren sind einfach extrem lang. Von der Idee, ich möchte auf einem Gelände, was mir gehört, ein Rechenzentrum bauen, bis zum ersten in betriebnahmefähigen Server vergehen im Durchschnitt 3 Jahre. Das ist halt Deutschland, wie sich das gehört. Das kann mit den Containern schneller gehen. Das hängt immer von der Gemeinde ab. Einige sagen, das ist eine ortsfeste Anlage, weil sie wird ja nicht mehr weggenommen. Dann muss man durch den Bauantrag durch und andere sagen, Moment, das ist ein Container. Dann stört die das alles nicht mehr. Und was auch mit dazu kommt ist, je kleiner die Anlage physikalisch wird, desto effizienter kann sie sein. Das hat so ein bisschen was mit Kühlung und Ähnlichem zu tun. Da zeige ich nachher mal ein paar Fotos zu und erkläre das etwas detaillierter. Wie sieht so eine Anlage eigentlich aus? Das ist hier in der Nähe von Frankfurt, der Prototyp, den wir gebaut haben. Da oben sieht man, wie die Container aussehen. Relativ unspektakulär, ist ein Seekontainer, hat vorne eine Tür dran und irgendwie gehen da 2 dicke Rohre rein. Unten drunter sieht man so ein bisschen die Klimatechnik, die man braucht, wenn man das halt in unseren Landen betreiben will und keine andere Kaltwasserquelle zur Verfügung hat. Dann nimmt man halt ganz normale Industriekaltwassersätze, stellt die dahin und dann geht's los. Das ist eine Anlage, die ist ausgelegt für 750 Kilowatt. Die kann sie auch liefern. Dann wird es aber auch spannend und dann hat man meistens eher so einen Stromversorger, der da steht. Hast du gerade bei euch den Notausknopf gedrückt? Ich habe da so einen Spike im Netz gesehen. Also die Kollegen von der Schaltwarte kennen mich da mittlerweile. Links ist so die Einsicht in so einen Container, wie er jetzt mit HPC gebaut wird. Das ist eine ASIC-basierte Lösung. Komme ich nachher noch mal ein bisschen drauf zu, was das genau macht. Man kann das Ganze auch ein bisschen klassischer bauen. Das ist so ein komischer Hersteller mit einem Brückenlogo. Viel zu teure Hardware, aber das ist ein Use Case gewesen für SAP, die gesagt haben, wir brauchen zertifizierte Hardware. Container vollgemacht, 200 kW rein, kann man so komisch in Memory-Datenbanken laufen lassen. Macht halt irgendwie Leuten Spaß. Das Ganze ist halt auch wirklich mobil. Also da kommt wirklich ein Kran und hebt so ein Ding dahin. Die Dinger werden im Werk komplett fertig vorgebaut und dann einfach nur noch angeschlossen. Und dann kann man die entweder nach Frankfurt stellen oder man sagt halt, nee, das macht uns keinen Spaß und geht nach Norwegen. Norwegen ist eigentlich relativ schön.
Leider sind die Fotos nicht ganz so hochauflösend, wie man sich das wünschen würde. Unser Projekt hat eine Partnerfirma in Norwegen gehabt. Die haben eine alte Erzmine genommen, die an einem Fjord liegt, und da ein Rechenzentrum reingebaut. Hat ein paar Vorteile. Strom ist da unten ziemlich günstig. Er ist vor allen Dingen auch komplett grün. Quasi überhalb der Mine liegt ein Wasserkraftwerk, was das Ganze versorgt. Gekühlt wird halt von unten aus dem Fjord. Ja, und dann stehen da halt so Container einfach in Reih und Glied und machen irgendwelche IT-Dinge. Das Ganze ist halt auf Compute ausgelegt, das heißt, da sind relativ wenig Daten voran, sondern ich schiebe die Daten von hier rein, sie werden berechnet, ich hole mir die Daten zurück und habe da meinen Spaß mit. Grundsätzlich, das klingt das alles total einfach. Und dann steht man da und denkt, okay, ich stecke da Strom, Wasser ran. Und dann kommt die Physik. Also, ich weiß nicht, wer von euch hat Ahnung von Wechselstrom? Wem macht die Arbeit mit Wechselstrom Spaß? Da kommt man halt an ein paar Herausforderungen. Wie gesagt, normale RZs reichen nicht mehr. 10 kW kann man noch irgendwo anders machen im normalen RZ. Wir machen 30 kW pro Rack. Das macht bei uns 300 kW pro Container. Da hat man ganz andere Stromeffekte. Und dann hat man auf einmal so ganz lustige Effekte, die man nirgendwo anders hat. Leitungsimpedanzen. Das ist ein ziemlich fieses Thema. Weil normalerweise gehe ich davon aus, ich stecke irgendwo ein Kabel rein und habe keinen Stress. Leider, oder Gott sei Dank, hat Wechselstrom ein paar lustige Effekte. Da bauen sich Magnetfelder auf. Die können dämpfend auf gewisse Sachen wirken, wie zum Beispiel Einschaltströme. Das heißt, ich habe irgendwo ein Gerät, ich schalte das an, ist ein normales Schaltnetzteil, die Kondensatoren laden sich das erstmal auf und ziehen auf einmal viel mehr Strom, als das ursprünglich mal geplant war. Wenn ich jetzt eine lange Leitung habe, dann dämpft die Leitung diesen Effekt, weil nicht genug Strom gezogen werden kann. Ich habe 40 Meter zum Trafo. Das, was Schöne passiert ist, es ist erstmal alles durchgebrannt. Einschaltströme von mehreren 100 Ampere auf einer Steckdose, wo man mal so 10 Ampere erwartet. Wenn ich alles auf einmal einschalte, dann macht es einmal laut Klonk und der Trafo ist weg. Der Platzbedarf ist auch so ein Thema. So ein Sicherungsschrank, den man da reinbauen muss, braucht eine gewisse Menge Platz und auch ein gewisses Luftvolumen, weil der wird warm. Alles nicht ganz so einfach. Und dann will man den ganzen Kram natürlich auch noch messen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal im normalen Rechenzentrum war. Da steht üblicherweise irgendwo ein Schaltschrank in der Reihe. Da ist irgendwie so ein Messgerät drin, das hat irgendwie so 10 x 10 cm und zeigt so ein paar Standarddinge an. Ampere, Volt, Kilowatt, vielleicht noch ein Cosinus Phi und dann hört es auf. Dann sagt man sich, okay, ist ja nett, für ein normales Rechenzentrum reicht das. Wenn man so eine Anlage baut, dann ist das Messequipment ein bisschen größer und ein bisschen komplizierter. Dann hat man halt am Ende so viele lustige Sachen. Das ist ein Innenleben einer PDU. Das ist eigentlich nur eine Steckdosenleiste. Eigentlich. Die kann halt eine ganze Menge Dinge messen und schalten. Wenn die Container in Norwegen stehen, möchte man halt natürlich genau wissen, was passiert an meiner Steckdose. Ich möchte sie aus der Ferne abschalten können. Ich möchte gerne meinen Cosinus Phi, also meinen Leistungsfaktor, wissen, weil das ist immer so ein bisschen das Problem, was die Kabelauslegung angeht. Kann man alles messen, dann stellt man fest, die Messwerte reichen nicht. Wir haben eine Auflösung runter von 15 Sekunden auf allen Messports, die wir dauerhaft erfassen. Und dann sieht man halt so Dinge wie Einschaltströme nicht. Und dann kommen die Spezialisten mit etwas größerem Messequipment. Und dann sieht man da unten so eine schöne Messung. Dieser Spike, den man da vorne sieht, das ist ein 140 Ampere Einschaltstrom, der auf ein paar Millisekunden da im Netz existiert. Sieht man auf keinem normalen Messgerät, da muss man dann halt schon mit dem großen Ostsee kommen. Und dann sitzen die Kollegen da, messen das und sagen, das kann nicht sein. Ziehen zum nächsten Container, messen da und sagen, das kann nicht sein. Sie haben dann 3 Messungen gebraucht, bis sie überzeugt waren, ja, es gibt da ein Problem. Und dann sieht man die andere Messung oben drüber. Das Gelbe ist Spannung, das Rote der Strom. Wenn alles läuft, dann habe ich quasi keine Phasenverschiebung auf dem System und habe einen Zustand, da träumen Energieversorger von. Ja, das Ganze zu schalten, das ist so ein
klassischer Schaltschrank, wie man ihn in eine solche Anlage einbaut. Mal sehen, kann ich hier mit dem Mauszeiger, sieht man den? Natürlich nicht. Man hat halt unten so diese gelben Dinger, die dienen zur Strommessung. Das sind einfach nur Wandlerspulen. Da oben drüber kommt so ein großer fetter Schalter für 600 Ampere. Und ab da verteilt es halt kleiner runter. Nimmt ziemlich viel Platz weg. Und dann kommen die Norweger. In Europa ist es eigentlich üblich, solche Anlagen dreiphasig zu schalten. Man hat die drei Phasen, die müssen zeitgleich ausgeschaltet werden. Den Nullleiter lässt man einfach dran. Es gibt zwei Ausnahmen. Norwegen und Frankreich. Die Franzosen sagen, für ein Rechenzentrum ist uns das egal. Die Norweger sagen, Kinders, nee, bitte überall. Und auf einmal hat man statt dreipoligen Schaltern überall vierpolige. Und der Schrank wird nochmal ein ganzes Stück kleiner. Macht halt wenig Spaß, wenn man das zu spät mitbekommt. Der erste Container ist in Norwegen, die sagen, können wir nicht anklemmen. Kann man wieder ein bisschen tricksen. Es gibt eine europäische Maschinenbaurichtlinie, die das wieder zulässt. Und dann sagt man, der ganze Container ist eine Maschine. Klebt ein Schild vorne dran, Achtung, Hochspannung, und dann ist das Problem gelöst. Ich habe mal so ein kleines Video mitgebracht. Wir haben da halt etwas größere Strommessgeräte drin. Und wenn man dann halt auf die Idee kommt, so einen Container anzuschalten, Ton aus, dann sieht man irgendwie wieder unten bei L1 bis L3 ist die Gesamtleistung von so einem Container, das einfach mal so ganz eiskalt gemütlich nach oben geht. Und wenn man das so mit 30 oder 50 Containern parallel macht, hat das lustige Effekte. Das merkt dann auch mal der Stromnetzbetreiber. Und dann hat man halt hier nebenan nochmal ein Bild von diesen großen Lastschaltern. Und da kann dann irgendwann mal was passieren. Ich hoffe, ich habe jetzt den richtigen Knopf gedrückt. Der Leute total unglücklich macht. Habe ich es erwischt? Das ist jetzt... ja, das sollte man eigentlich sehen. Normalerweise springt er runter auf diesen kleinen gelben Knopf. Das kann man auch zentral auslösen. Und wenn man auf einmal so einen 2 bis 3 Megawatt weniger aus dem Netz nimmt. Ich weiß nicht, hat jemand von euch schon mal einen Gartenschlauch gesehen, was passiert, wenn man einfach mal ganz spontan die Wasserzufuhr komplett abdreht, so auf Null, wie diese Schläuche so schön vor sich hin ausschlagen? Das tun Stromkabel auch. Und damit kann man auch Dinge aus der Verankerung reißen. Habe ich jetzt hier gemacht, okay. Ja, Kühlung bei dem Ganzen. Wasser ist schlimmer als Wechselstrom. Wer Wechselstromrechnungen macht, denkt sich, ist alles schön und einfach und gut. Wechselstrom ist halbwegs schnell. Wasser ist alles, aber nicht schnell. Da hat man so lustige Effekte. Wir haben gesagt, in Norwegen, wie kühlt man da? Man nimmt das kalte Wasser aus dem Fjord, das ist ganzjährig unter 8 Grad. Saugt das an, das geht durch einen Wärmetauscher, Wasser, Wasser, einen sauberen Wärmekreis und von da geht es in die Container. Ich habe den ersten Container mit 300 Kilowatt hingestellt, wir haben die Anlage angemacht und die Leute kamen aus den Containern geduscht wieder raus. Nein, wir hatten keinen Leck. Stellt sich raus, die Anlage braucht eine gewisse Mindestlast, damit sie das Wasser halt auf die 15 Grad Einlasstemperatur halten kann, die wir brauchen. Wenn man das nicht hat, ist das Wasser viel kälter. Das kam da mit 8 Grad an. Die Mine hatte irgendwie 45% Luftfeuchtigkeit an dem Tag. Und dann hat man so Effekte wie Kondenswasser. Wenn man dann halt so einen Wärmetauscher hat, der hat irgendwie eine Oberfläche von mehreren Quadratmetern. Die Lüfter saugen das erste Mal an, das kalte Wasser kommt raus. Was passiert? Die Leute, die davor stehen, sind geduscht. Panisches, wir haben ein Leck, schaltet alles wieder ab. Und dann geht man suchen und stellt fest, wir haben kein Leck, das ist ganz normal. Da hat man halt auch so Effekte und sagt, okay, wir haben jetzt halt nur einen Container, was machen wir? Naja, wir takten die Pumpe. Wir lassen die Seewasserpumpe nur auf der kleinstmöglichen Stufe für 5 Minuten laufen und immer eine halbe Stunde aus. Und dann kann man wunderschön im Graph sehen, wie sich Wasser wellenförmig bewegt. Und es ist langsam. Das heißt, ich sehe auf dem ersten Sensor vorne an der Pumpe irgendwie, ja, es wird kalt. Und dann sehe ich eine Viertelstunde später am ganz anderen Ende, dass das kalte Wasser angekommen ist. Das sind dann so Effekte, wo man dann anfängt zu arbeiten und sagt, okay, wie kann ich die Anlage einsteuern,
Wie kriege ich mein System so hin, dass es auch mit weniger Last funktioniert? Und dann ist man irgendwann froh, wenn man irgendwie die 2 Megawatt Wärmelast hat und die Pumpe auf der kleinsten Stufe laufen lassen kann. Und dann passieren auch mal so Dinge, dass man irgendwie auch einmal 50 Grad warmes Wasser hat, weil es war ja Sommerzeitumschaltung. Stellt sich raus, dass der Hersteller der Steuerung für die ganze SCADA-Technik eine lustige Funktion gebaut hat, mit der er irgendwie Get of Time und Get Date macht. Und wenn man beide benutzt, eine von beiden kennt die Sommerzeit nicht. Und dann war auf einmal ein Gap von einer Stunde drinne und dann hat halt die Anlage nicht geschaltet. Und ich sitze irgendwie im Garten und es kommt so ein SMS, du hast gerade 45 Grad Wassereinlasstemperatur und der Container hat 85. Ich habe mal abgeschaltet. Also da hat man dann halt so Effekte, mit denen man gar nicht rechnet. Und wenn man dann halt dann versucht, sowas auszuplanen und was kann eigentlich alles schief gehen, dann kommen auch andersrum Effekte bei rum. Das Beste, was ich hatte, 3 Container waren der Meinung, dass die Wassertemperatur beim Einlass höher sei als beim Auslass. Ich bin irre geworden, weil ich sitze in Hamburg im Büro, die Anlage ist in Norwegen. Kam am Ende raus, das sind halt so Straßen, wo die Dinger reingebaut werden. Die haben im AutoCAD Spiegeln statt Kopieren gedrückt. Es hat keiner nachgedacht und die Rohre waren falsch rum. Das führt dann auch zu einem, es gibt jetzt 3 Möglichkeiten. Entweder die Verrohrung im Container ist falsch, die Sensoren sind falsch rum angeschlossen oder die externe Verrohrung. Ist dann sehr lustig, wenn man in Norwegen mit den Leuten steht und dann stehen da Leute vor dem Rohr. Warm, kalt. Gehen so 2 Meter rüber zur anderen Lage. Kalt, warm. Ups. Und wir reden da halt von Rohren, die so einen Meter Durchmesser haben. Die klemmt man mal nicht gerade um. Allein das Wasser ablassen dauert 1,5 Tage, weil es muss ja irgendwo hin und ja. Die Alternative ist halt zu sagen, okay, man macht die Kälte halt einfach selber. Das ist nicht ganz so umweltfreundlich, wie aus dem Fjord zu nehmen. Das Fjord kann mehrere Gigawatt ab, dem ist das total egal. Hier muss man halt Strom verbrennen, um irgendwie Kühlung zu erzeugen. Das bringt auch noch ein paar andere Herausforderungen mit. Wir sind in Deutschland, die Anlage ist draußen. Ich weiß nicht, ob schon mal jemand von euch gemerkt hat, wir haben ab und zu auch mal draußen Temperaturen von unter Null. Wasser wird dann halt irgendwie komisch fest. Wäre ja nicht schlimm, es dehnt sich auch noch aus. Also fängt man an, da irgendwelche anderen Stoffe mit rein zu kippen ins Wasser, damit das nicht passiert. Im Normalfall ist das irgendein Glykolgemisch. Wir sind ja in Deutschland. Die Anlage hat irgendwie 52 Liter Wasser, aber das könnte ja ins Grundwasser gelangen. Also hat man auf einmal Grundwasserschutzkonzepte mit am Hals. Man fängt da an, Auffangwannen rundherum zu bauen, die das Ganze auffangen. Man hat Verträge mit Spezialfirmen, die im Falle einer Leckage kommen, das Ganze abpumpen. Das alles muss nachgewiesen werden, bevor man so eine Anlage in Betrieb nimmt. Macht dann wenig Spaß. Bürokratie hoch 3. Ich glaube, wir haben 2,5 Jahre gebraucht, um das Ding in Deutschland hinzustellen. Auch lustiger Effekt, diese ganze Anlage steht in einem Industriepark bei Frankfurt. Die Kühlflüssigkeit kommt in blauen Kanistern, wird von einem Lieferdienst gebracht, über Großhändler und sonst was. Die Produktionsanlage ist in Sichtweite. Aber glaubt nicht, dass man da mal einen Schlauch rüberlegen könnte. Ja, wie sieht das Ganze dann innen drinne so ein bisschen aus? Das ist so eine Rückansicht von so einer Kühleinheit. Eigentlich ist das total unspannend. Was man halt hat, unten ist Ablauf, oben Zulauf. Kaltes Wasser kippt man immer nach oben, damit es nach unten durchlaufen kann. Ist halt ein Wärmetauscher drin. Vorne steht ein ganzer Stapel Lüfter. Die sieht man hier auf dem zweiten Bild, wo die Dinger so ein bisschen nach vorne gesetzt sind. Das sind die guten EBM-Papst. Wenn das Ding läuft, kann man drin auch Wäsche trocknen. Gar kein Problem. Und dann baut man das halt mitten in den Container rein, hat dann halt da eine mehrere Anzahl von diesen Klimageräten. Und dann sollte das eigentlich funktionieren, gut sein, Spaß machen. Physik ist gemein zu uns. Wichtigster Faktor bei solchen Klimasystemen ist immer die berühmte Frage, was ist eigentlich dein Delta T? Delta T ist die Differenztemperatur zwischen Einlass und Auslass, auf Luft- wie auch auf Wasserseite. Es wäre ja total einfach, wenn man sagt, okay, ich habe vorne Luft mit 40 Grad, ich habe irgendwie so kaltes Wasser von 15, das ziehe ich einmal über den Wärmetauscher, also habe ich auch Luft von 15 Grad. Schön wär's. Das ist ziemlich kompliziert, was da eigentlich wie passiert, das kann man lange ausrechnen.
stellt sich raus, wenn die Lüfter langsamer laufen, habe ich kältere Luft. Das ist so ein total wirrer Effekt gewesen, mit dem man erstmal überhaupt nicht rechnet. Und am Ende hat sich herausgestellt, wenn man die Lüfter bei 72,8% läuft, hat man die beste Effektivität, weil die Luft halt ganz langsam rübergezogen wird und damit ein längerer Wärmeaustausch stattfinden kann. Ist auch so ein Problem, weil der Container relativ eng ist, hat man halt vorne und hinten nicht so viel Luftvolumen. Normalerweise würde die Luft sich halt im Rechenzentrum schön wieder verteilen und sonst was. Das passiert hier halt nicht. Ich habe da halt wirklich, die Luft ist ständig in Bewegung und die Luft wird pro Minute so 40 bis 50 Mal komplett umgewälzt. Das bringt ein anderes Problem mit. Man hat meistens in solchen Systemen irgendwo Rauchmeldeanlagen. Die Norweger haben gesagt, okay, unser Standard ist so ein Standard-Rauchmelder, wie man ihn überall kennt. Hängt hier irgendwo an einer Decke, da vorne hängt irgendwo einer, die hängen hier überall. Die haben die auch in die Container an die Decke gehängt, weil das ist Standard und vorgeschrieben. Wir haben in dem Container gestanden mit einer Rauchkassette und haben Rauch gemacht. Der ist da oben nie angekommen. Die Luftbewegung war so schnell, dass man quasi den Rauch hat gesehen, wie er vorne eingesaugt wurde, nicht mal bis nach ganz oben geschafft hat und sich umgedreht hat. Aus dem Grunde baut man in solche Anlagen halt Rauchfrüherkennung ein, die eine eigene Ansaugung haben und das mitbekommen. Das heißt, man hat irgendwo ein langes Rohr, was hinten lang geht, hat ein paar Löcher, da wird angesaugt und dann wird halt die Anzahl der Rauchpartikel gemessen. Das funktioniert deutlich besser in solchen Konstrukten, aber eigentlich will man das dann auch nochmal in allen vier Seiten, oben, unten, vorne, hinten haben. Ist dann halt so ein Erfahrungswert. Und es gibt ja unheimlich viele Parameter, an denen man spielen kann. Wir haben festgestellt, wenn man es wirklich übertreiben will, 340 Kilowatt Stromleistung kann man da ziehen. Das macht dann ungefähr 320 Kilowatt Wärmeleistung bei unseren Systemen. Das geht, dann ist aber auch keinerlei Luft mehr drin. Was man halt generell an diesem ganzen Projekt gemerkt hat, was man in der Schule in Physik gelernt hat, das stimmt. Das sind dann halt so Effekte, warme Luft geht nach oben. Das ist so ein Ding, das hat man vielleicht mal irgendwie so als Allgemeinplatz in der Schule gehört, hat das im Hinterkopf und denkt sich, ja, kann schon so sein. Das Ding ist halt bis oben hin vollgestopft mit irgendwelchen Sensoren. Ich habe hier jetzt mal die Aussicht aus einer der Klimasysteme gezogen. Oben hat man halt quasi die warme Lufttemperatur. Die sind halt Sensoren immer oben, Mitte, unten, genauso wie man es unten hat. Und dann sieht man wirklich, dass es oben wärmer ist als unten. Und das trotz der großen Luftbewegung. Das sind dann wirklich so die Aha-Momente, wo man sagt, okay, hätte ich jetzt in der Art und Weise nicht mit gerechnet, dass das so deutlich wird. Weil wir haben da ja, okay, ich habe aus Nachvollziehbarkeitsgründen keine Skalen dran, aber das sind durchaus 3 bis 4 Grad Unterschied, die man da drin hat. Und dann merkt man halt auch, beim Wasser, mein Delta T ist 15 Grad. Das heißt, da vorne kommt Wasser rein, mit dem will ich nicht duschen und hinten raus kann man damit einen Pool füllen. Das sind halt so die Kleinigkeiten, die man bei solchen Projekten dann hat. Es macht furchtbar viel Spaß, sowas zu bauen. Wir haben die Dinger bis zur Serienfertigung getrieben. Das heißt, da verlässt momentan eine 2-stellige Anzahl pro Woche die Fabrik. Und man kann die Dinger sich halt dann da hinstellen, wo man will. Das mit Norwegen ist halt für Green IT relativ cool. Wir haben Anwendungsfälle aus dem künstlichen Lernen. AI und den ganzen Kram, wo Leute sagen, okay, wir haben hier eine große Datenquelle, die Daten von da wegzukriegen ist ziemlich aufwendig, also stellen wir einen Container temporär daneben, um da die Auswertung zu machen und dann am Ende einfach nur die Daten und die fertigen Modelle rauszuziehen. Das sind halt so die üblichen Anwendungsfälle, die man mit solchen Systemen hat. Ja, und damit bin ich quasi auch schon mit dem kurzen Überblick über das Thema durch. Hab jetzt Q&A und Felix kann ja mal mit dem Mikro gucken, ob sich Fragewillige finden. Gut, dann danke dir schon mal, Tom. Haben wir denn Fragen im Raum? Was hältst du denn von so Ideen, gar nicht sowas in einen Container zu verbauen, sondern die Sachen komplett in nicht leitende Kühlflüssigkeit reinzustopfen? Ich habe keinen Tauchschein. Also das ist eine Frage, die immer wieder kommt, auch so bei Projekten.
Und dann steht man auf irgendeiner Messe, da steht dann quasi ein Aquarium vor einem, wo irgendwas drin ist, dann denkt man sich, super, da kann ich noch gerade so reingreifen und eine Festplatte tauschen. Wenn ich größere Anlagen habe, so ein ganzes Rechenzentrum, wie will ich da noch irgendwie Maintenance machen? Wenn ich vorstelle, ich habe einen Rack, selbst wenn ich jetzt in ein Aquarium reindübel, ganz unten irgendwas tauschen, ist quasi nicht möglich. Und dann sagt mal irgendein Kunden, du, dein Rack schalte ich heute ab, weil ich muss mal eine Festplatte tauschen und das Öl ablassen. Roboter. Ja, die Rechenzentrumsdrohne, das U-Boot. Gibt da viele Ideen, es gibt dann wenig sinnvolle Anwendungsfälle. Das ist ähnlich wie komplette Wasserkühlung, wo ein paar Leute stehen und sagen, okay, ich nehme irgendwie einen Server, der hat jetzt Wasserkühlung. Was im Endeffekt die Leute meinen ist, ich habe da eine CPU drin, da ist ein Kühlkörper drauf, wo Wasser durchfließt. Der Server macht aber auch noch woanders Temperatur. Dementsprechend brauche ich immer noch irgendeine normale Klimatisierung rundherum. Und das macht halt wenig Spaß. Das ist dann halt der Faktor, wo man sagt, okay, die Kosten übersteigen den Nutzen. Weitere Fragen? Ja, du hattest vorhin gesagt, dass wenn auf Vollgas läuft, dass keine Luft mehr drin ist. Können wir da noch reingehen? Ja, kann man. Empfehlung ist einen sehr, sehr guten Ohrenschutz. Und ich empfehle dann irgendwie Hosen, wo man relativ schnell die Beine loswerden kann. Vorne ist es noch angenehm, sobald man nach hinten geht, ist man im Temperaturbereich plus 50 Grad. Das macht man nicht lange mit. Ja, kann ich verstehen. Hab Dächenräume, die auch 70 Grad da jetzt haben. Und Wechselstrom ist eigentlich was ganz, was schön Lustiges. Man braucht keinen Bildschirm, man kann die Daten am Kabel ablesen. Ich bin Funkamateur und wir haben bei Telegrafie, wenn wir 300 Ampere bei 12 Volt durchjagen, dann geht schon mal das Netz in die Knie. Ja, das ist... Weitere Fragen? Da hinten, Felix, hinter dir. So, du hattest vorher erwähnt, so zweistellig pro Woche wird jetzt produziert. Merkt ihr ja, dass da immer noch so von Woche zu Woche Designoptimierungen kommen oder ist es jetzt fertig? Es sind eher QA-Themen, die auffallen, wo man sagt, okay, hier hätte nochmal ein Label dran gemusst, dieses Kabel hätte besser verlegt werden können, solche Kleinigkeiten. Aber das Ding ist grundsätzlich fertig. Weitere Fragen? Wird es für die Spannungsversorgung intern von dem Ding nicht auch Sinn machen, intern dann mit Gleichspannung zu verteilen? Ich glaube, Google macht ja irgendwie was in der Richtung. Also intern die einzelnen Server dann direkt mit Gleichspannung anfahren und ein großes Netzteil hinstellen. Das bringt kein Platzersparnis. Und Netzteile, die so groß werden, haben dann am Ende das Problem, dass du halt Handling-Probleme hast. Du hast dann halt am Ende irgendwo so große Kupferschienen, die da irgendwo lang gehen. Lass da mal einen Schraubenzieher reinfallen. Macht keinen Spaß. Es gibt halt die OCP-Sachen, die sich darauf spezialisiert haben. Die gehen dann halt dahin und sagen, okay, ich habe drei Racks, das mittlere macht nur Stromversorgung und zwei Racks an der Seite machen irgendwo dann halt die 12 Volt. Kann man machen, ist aber ein sehr, sehr spezieller Anwendungsfall für sehr, sehr spezielle Hardware. Kannst du was zu Preisen sagen? So größenordnungsmäßig. Kommt auf die Ausstattung drauf an. Also ich würde mal sagen, so ein komplett leerer Container sollte ziemlich sicher für 300.000 Euro zu kriegen sein. Habt ihr mal über Spezialisierung von den einzelnen Containern nachgedacht, dass man zum Beispiel einen Container hat für die Stromversorgung, einen für die Kühlung und so weiter? Oder baut ihr das immer nur alle Container gleich? Also alle Container sind grundsätzlich gleich, weil es IT-Last-Container sind. Wie wir vielleicht auf den Bildern gesehen haben in Frankfurt, die Klimasysteme stehen ja auf eigenen Gestellen, die auch wieder das passende Format eines Seecontainers haben. Es gibt auch halblange Container, wo man zum Beispiel die USV-Anlagen reinstellen kann, wenn man sie braucht. Aber prinzipiell ist der Container halt einfach voll. Und die meisten Leute sagen, wir sind nicht bereit, ein oder zwei Racks für irgendwas anderes zu opfern. Jetzt hast du gerade schon USV erwähnt. Gibt es Container mit Generatoren oder Batterien drin? Ja, gibt es. Je nach Anwendungsfall. In Frankfurt haben wir sie zum Beispiel dran stehen, weil das auch für klassische IT-Loads mit als Use Case gedacht ist. In Norwegen haben wir es halt weggelassen, weil wir gesagt haben, wir haben keine Daten, die wehtun würden, wenn sie weg sind. Wenn der Strom ausfällt, ist die Anlage halt eine halbe Stunde weg. Wenn er wieder da ist, schieben wir halt die letzten Datenstand wieder rein
und verlieren halt im Zweifelsfall irgendwie 1 bis 2 Stunden Berechnung. Das ist aber immer noch deutlich günstiger, als eine USV-Anlage für mehrere Megawatt hinzustellen. Wenn ihr jetzt elektrisch kühlt, in welchem Verhältnis ist denn die Energie, die ihr in die Server steckt und die, die ihr in die Kühlung stecken müsst? Das ist eine gute Frage. Ich habe keine genauen Zahlen, aber wir dürften irgendwo bei einem PUE von 1,2 liegen. Gut, dann sind wir schon am Ende angekommen. Ich denke mal, du hast noch ein bisschen Zeit, dass man mit Fragen zu dir vorkommen kann. Nochmal ein herzliches Dankeschön.